Hallo, ich mache heute mal noch ein Video zu den Vorlagen. Und zwar, falls ihr das erste Mal die Vorlagen benutzt, könnt ihr mal oben in Ansicht gehen. Ihr dann hier Fenster der Vorlagen und habt dann hier links diesen Browserbaum. Den könnt ihr auch verschieben oder auch wieder zumachen. Oder wie gesagt, hier einen ausblenden, einfach draufdrücken, dann ist er da und wieder weg. Gehen wir gleichzeitig mal auf die Vorlagenschau, können wir uns hier schon Vorlagen anschauen, je nachdem, in welchem Bereich ihr eben drin seid. Habt ihr das noch gar nicht geladen, könnt ihr hier mal auf den Sync-Button drücken, um euch eben die Vorlagen zu aktualisieren. Und wenn ihr dann oben auf den übergeordneten Ordner geht, Templates, habt ihr eben hier die ganzen Vorlagen, das heißt statische Vorlagen, aber auch dynamische Vorlagen. Und wenn ihr dann auf den jeweiligen Ordner geht und hier mal drüber streift, seht ihr eben schon eine Vorschau. Und das sind wirklich tolle Sachen dabei. Das hatten wir ja die letzten Videos schon gehabt. Heute wollte ich mal noch die Texte zeigen zum Beispiel, die finde ich sehr praktisch bei Textpresets. Hier gibt es sehr viele Vorschautexte, so einfache Sachen, die einfach nur animiert sind. Da hatte ich ja generell schon mal mehrere Videos gemacht, wie ihr das auch mit anderen Feldern machen könnt. Aber auch hier ist es so ein bisschen wie stempelmäßig was animiert. Und das ist natürlich sehr toll, wenn ihr da eine einfache, schnelle Vorschau erzeugen wollt und die dann aber auch noch relativ gut aussieht. Ihr könnt dann einfach, wenn euch was gefällt, das mit Drag and Drop in eure Timeline reinziehen und dann hier schon mal anschauen. So sieht das dann aus. Und das könnt ihr natürlich wie immer auch bearbeiten. Ihr könnt an der Länge arbeiten, also ihr könnt es einfach kürzer ziehen. Und natürlich könnt ihr auch mit Doppelklick reingehen und mal schauen, wie die Entwickler das eben aufgebaut haben. Das sind ja uns Zoom mit dabei, verschiedene Filter hier, also dieses trapezförmige Ziehen. Hier ist noch ein Sprite mit ein paar Elementen drin. Und dann natürlich wichtig der Text. Den könnt ihr natürlich bearbeiten, indem man dann einfach hier reinklickt. Und dort könntet ihr einfach mal hinschreiben, meine Vorschau oder irgendetwas. Man muss dann natürlich immer schauen, wie passt das rein. Dann muss man das ein bisschen breiter machen und dann kann man das natürlich hier wieder ein bisschen ausmitteln. Und wenn ihr dann oben auf Editor geht, könnt ihr dann ganz normal den Text bearbeiten. Also ihr könnt den zum Beispiel auch ein bisschen kleiner machen und ihr könnt natürlich auch zum Beispiel die Textfarbe ändern. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte das Blau haben, das passt gut zu dem Rot und schon habt ihr euch eine ganz tolle, einfache Vorschau erzeugt, ohne viel Arbeit. Generell könnt ihr das, wie gesagt, bearbeiten wie ganz normale Elemente und könnt natürlich auch noch sämtliche Filter darüber legen. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Was ich auch mal noch zeigen wollte, sind dann andere Vorlagen, Shapes zum Beispiel, also Formen. Das sind dann alle möglichen Sachen drin, Pfeile, etc. Und auch hier bei Frames habt ihr noch Rahmen, die sehen auch relativ gut aus. Bisschen wie 3D-Rahmen. Und wie gesagt, bei den Shapes, was ja heutzutage auch oft genommen wird, ist so dieses 5 Stars, das heißt Top-Bewertung, so ungefähr. Und das könnt ihr euch eben auch per Drag and Drop reinziehen. So sieht das Original dann aus. Und das könnt ihr natürlich auch nach Belieben bearbeiten. Das heißt, wenn ihr hier reingeht, hier ist schon ein Filter drüber. Bei Sprite sind dann, wie gesagt, mehrere Sachen drin. Und ihr habt dann zum Beispiel die einzelnen Elemente, das heißt hier die Sterne zum Beispiel, die Stern, wie sagt man, Sternenstaub mehr oder weniger. Und das könnt ihr natürlich auch, wie ihr wollt, hier verschieben, falls sie ein bisschen später nacheinander auftauchen wollen, die Länge ziehen oder einfach mal Doppelklick reinmachen. Und dann seht ihr hier, das ist dieser Sternenstaub. Den könnt ihr natürlich auch bearbeiten. Könnt ihr hier auch von der Zeit her verkürzen, verlängern, wie auch immer. Und natürlich auch die Füllfarbe ändern, wie ihr das eben wollt. Gut. Ja, das war es schon wieder dazu gewesen. Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren.